Guten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 19 Franchise Mode mit den New York Islanders. So. Wo hatten wir, glaube ich, hier, genau, der Fritz. Heute steht eins der wichtigsten Spiele in der gesamten Saison an, nämlich das Derby gegen die. Es ist ein tolles Gefühl, in den meisten Spielen zu Schiff zu kriegen. Sehr schön. Okay. Sehr schön. So, ja, das Derby bei den New York Rangers im Madison Square Garden. Das ist natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Den ungeliebten Nachbarn möchte man natürlich gerne mal ein Beinchen stellen. Und das werden wir jetzt auch machen. Oh, da sind wir im altehrwürdigen Madison Square Garden. Die beiden hier Herren kennen wir. Und dann kann es eigentlich losgehen. Da steht es ja schon. Let's go. Nur, dass die Rangers let's go wollen und wir das selber natürlich auch. So, Komarov immer noch in der Center-Position, weil Vasal ja noch verletzt ist. So, mal gucken, wie sich unsere Verteidiger heute präsentieren in der Offensive, nachdem sie ja beim letzten Mal fast im Alleingang entschieden haben. Ja. Der alte Mann schon mit ohne Helm. Oh, schade. Das ist aber nicht Lundqvist, der da im Tor steht. Henrik Lundqvist, der Schwede. Diensten der Junior Rangers, ein sehr sympathischer Mann. Leider spielt er für den falschen Verein, aber das kann man sich ja in der NHL ja auch nicht unbedingt so aussuchen. Ja, bei uns ist es Robin Lehner, der den Vorzug vor Thomas Brecht bekommen hat, obwohl ich eigentlich anders eingestellt habe. So. Unser zweiter Verletzungsersatz. Und da gibt es eine Strafe. Schönes Beinstellen. Mason, wenn wir mich hier gesehen haben, steht im Tor. Ja. Ja, schade. Aber langsam schießen sie sich ein.
Schon wieder haben sie die Plätze getauscht. Leute, Leute, Leute. Ja, sicher doch. Na klar, der nächste Verletzte. Ey, das ist doch nicht wahr. Wie gehen langsam die Spieler aus. Natürlich brauchen wir das, dann kommt er nicht mehr ran. Schade. Dann habe ich was nicht gespielt. Jawoll! Und da macht er sein erstes NHL-Tor, glaube ich. Jedenfalls in dieser Saison. Nein, so wie er sich freut und wie sich alle anderen freuen, hat er sein erstes NHL-Tor geschossen. Jawoll! Da gibt es den Puck. Und das dann ausgerechnet auch noch im Derby. Ja, besser geht's gar nicht. Erstes Spiel, erstes Tor. Und das dann auch noch beim... Eigentlich wollte ich mit Chris Johnson spielen, aber... Oha. Jawohl. Das war so klar. Huch. Jetzt wird doch schon wieder Super Freak spielen. Ich merke das doch schon wieder in den. Im ersten Spiel erstes Tor der Karriere erzielt. Ja, kann man mal so machen. Was ist denn das, ey? Ja, na sicher doch. Also langsam könnte ich schon wieder vom Blutdruck her in den roten Bereich. Was hier schon wieder an Blödsinn passiert.
Bumm, Anders Lee, wunderschönes Tor. Ansatzlos einfach mal hochgeholzt. Captain, mein Captain. Oh, auch er hat irgendwas Besonderes. Wahrscheinlich auch 50 Punkte oder so. Weil für 50 Tore wird ein bisschen wenig. 25. Tor in dieser Saison. Lump. Sehr schön. Aber für 25 Tore gibt es eigentlich keine Spray. Abseits. Ach ja. Ja, warum? Natürlich, einfach nur durchs daneben herfahren kriegen die den Puck. Mann, Mann, Mann. Hier schon wieder. Ey, na kommst du mal. Da steht der im Abseits und wartet wahrscheinlich auf einen Kaffee oder so. Keine Ahnung. Das begreife ich ja nicht. Natürlich. Ja, na klar doch, ey. Was soll denn der Scheiß? Mann! Guten Tag, Momentum. Punkte daher. Natürlich kriegt er den Puck, nicht meiner. Warum auch? Und wieder durchs Vorbeifahren einfach mal den Puck geklaut. Meine Fresse, ey. Ja, na sicher doch, na sicher doch. Schussbahn war frei, aber einer, der nicht da ist, der blockt dann. Na, was? Oh, ey. Mann, Mann, Mann.
Die sind wirklich nur am Scheiße produzieren. Wenn viel Geld hätte, würde ich E-Sports kaufen und erstmal alle rausschmeißen. Oder ihren Mist selber spielen lassen. Ja, natürlich. Natürlich. Ey, wozu drücke ich hier irgendwelche Passtasten? Und wieder schön durchs Vorbeifahren im Puck. Vergesst es doch. Also anscheinend wirklich nur noch irgendwelche Aufbauspiele auf meinem Kanal. Ja, und dann kommt da so ein Schüsschen raus, ey. Halleluja. Natürlich. Natürlich. Nochmal zur Information. Spiel davor. 4 Tore direkt durch die blaue Linie. Ja, direkt von der blauen Linie abgezogen. Heute keines. Und bei Mason ja so gut, ist auch nicht Stammtorhüter sonst. Mann, ey. Diese Unverhältnismäßigkeit ist echt erschreckend. Ja, natürlich wird er dann rüber. Na klar. Und das war so klar. Das war so klar. Ey, Leute. Das ist doch einfach nur bescheuert. Warum ist der Sechser mitten im Drittel, anstatt an der blauen Linie zu stehen? Warum? Und warum gehen die Schüsse immer auf den Torhüter? Im letzten Spiel, nee, im vorletzten Spiel war das schon so. Immer mittig auf den Torhüter, damit der auch ja nichts machen braucht. Natürlich, ey, Mann!
Ja, das ist auch so ein Ding. Wenn du an der Bande gedrückt bist, passen. Ja, klar, dann kriege ich natürlich noch eine Strafzeit. Sehr schön. Ich finde es klasse, dass sie im Rückwärtslaufen genauso schnell sind wie ich im Vorwärtslaufen, im Vorwärtssprinten. So, ihr könnt es auch in Unterzahl. Da Kolle mal wieder, unser Unterzahlspezialist. Natürlich. Warum spielt er jetzt nicht weiter? Mann, 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 ey. Natürlich. Und wieder werde ich... Ach, das ist... Dieses Halten an der Bande, das ist einfach nur schlecht gemacht. Das macht keinen... Vor allem dieses nicht rauskommen. Das ist das. Du kommst da nicht raus. Das ist total schlecht gemacht. Natürlich! Ey, was ist denn das für ein Idiot im Tor? Sauber. Ja.
So, sollte es in die mögliche Verlängerung gehen, haben wir wenigstens Powerplay. Voilà! Mann, 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 ey. So, mal gucken, wie lange unsere 12 verletzt ist. Ich habe erstmal wirklich noch was anderes probieren. Frag mich, wie oft ich das immer umstellen muss. Halt. So, das gegen die. Komi-Zweck noch ein bisschen simulieren. Utica Commerz. Okay, ja, getroffen. Fritz. Gut, das hat dann mal nicht so funktioniert. Jo. Gegen das Hartford Wolfpack gibt es dann in der nächsten Folge und das nächste Spiel danach zu Hause gegen die Rangers auch. Bis dann sage ich Tschüss, euer Hightower.